Ja, herzlich willkommen an diesem Silvesterabend in Aachen-Brandt aus der Martin-Luther-Kirche. Ich begrüße auch ganz besonders natürlich euch auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid zum Altjahresabend. Gemeinsam mit Dieter Grode, meinem Mitbruder, und Gunther Attenstein an der Orgel werden wir diesen Gottesdienst hier feiern mit euch am Bildschirm. Macht's euch bequem, zündet eine Kerze an und seid einfach mit dabei. Am Ende dieses Jahres kommen wir in dieser Stunde hoffentlich ein wenig zur Ruhe und bedenken, was im zurückliegenden Jahr gewesen ist, was sich verändert und was Bestand hat. Dabei können wir auf die Zusage vertrauen: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So sind wir versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Das Jahr 2020, 365 Tage, 365 Mal aufgestanden, ausgeruht, Urlaub gemacht, gelacht, gefeiert, manchmal geweint, Lockdown erlebt, Menschen begegnet, allein gewesen, mich leicht gefühlt, manches schwer genommen, viele normale Momente und einige ganz besondere. 365 Tage, ein Jahr meines Lebens. Ich möchte es, Gott, in deine Hände legen. So bringen wir vieles mit in diesen Gottesdienst: Erinnerungen und Gedanken, Ängste und Hoffnungen. Stellvertretend für uns möchte ich auf den Altar legen, was wir mitgebracht haben. Ich lege einen Stein auf den Altar für alles das, was uns im letzten Jahr belastet und bedrückt hat. Auch was uns ganz besonders auf unserer Seele gelegen hat und es immer noch tut. Herr, erbarme dich. Ich stelle aber auch mir ein Glas Wasser hier auf den Altar für all die Stunden, in denen wir aufatmen, die Seele baumeln lassen konnten. Wasser, aber auch einfach für die Freude, Mensch zu sein. Herr, erbarme dich. Ich lege Taschentücher hier auf den Altar für so manchen harten Abschied, für schmerzhafte Erfahrungen in diesem Jahr und auch für die Tränen, die wir geweint haben. Herr, erbarme dich. Ich stelle eine kleine Pflanze hier ebenfalls auf den Altar. Christrosen, etwas Blühendes, Blumen, das Grün. Für viele schöne Momente, überraschende Begegnungen. Menschen sind uns nahe gekommen. Gerade auch in der Corona-Zeit. Sie, Blumen, das Blühende, stehen aber auch für Glück und Verstehen, für Liebe und Freundschaft in diesem Jahr. Herr, erbarme dich. Und ich lege schließlich ein Stück gewöhnlichen Stoffs hier auf den Altar. Für das, was uns am meisten beschäftigt: Routine, Schule, Arbeit, Essen, Einkaufen, Schlafen, Alltag eben. Herr, erbarme dich. Haben wir unsere Zeit in diesem Jahr genutzt? Wie sind wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten, mit der uns geschenkten Zeit umgegangen? Denkt einfach mal einen Moment darüber nach, werdet still. Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Gott, alles liegt in deinen Händen, alles tun und lassen, und das ist gut. Denn so weiß ich, dass nichts verloren ist, so weiß ich, dass ich nichts endgültig verbaut habe.
nicht durch das, was ich getan und nicht durch das, was ich versäumt habe. Das vergangene Jahr legen wir Gott heute in deine Hände, das Gute wie das Schwere, unser Glück und unsere Traurigkeit, unser Gelingen und Scheitern. Wir bitten dich, sei uns gnädig und vergib uns alle Schuld. Sei mit deiner Gnade bei uns, auch im neuen Jahr. Dir, Gott, vertrauen wir uns an, heute, morgen und an jedem Tag. Im Glauben an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der sagt, suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Und klopfet an, so wird euch aufgetan. Amen. Aus dem evangelischen Gesangbuch hören wir nun das Lied 58, 1 bis 3. Nun lasst uns gehen und treten. Eine Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer im 8. Kapitel. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Aus Lied 652 von guten Mächten, die Strophe 1. Musik.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, in den Bildschirmen, als unsere und meine Kinder noch klein waren, wollten sie, dass die Tür zum Kinderzimmer einen Spalt auf war, damit das Licht vom Flur noch hereinscheint. Denn nachts, das wissen ja alle, ist die Zeit der Geister und Monster. Die werden vertrieben vom Licht und von den Stimmen der Eltern. Nachts. Diese Nächte zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Epiphanias Anfang Januar, waren in alter Zeit die sogenannten Rauhnächte, besondere Nächte, die längsten des Jahres, in denen die Grenze zwischen den Welten fließend war. Übrigens, als Sohn ostpreußischer Vorfahren, habe ich da so ein bisschen was mitbekommen, ganz besonders von meiner ostpreußischen Großmutter, die da so auch in dieser Richtung ganz schön tickte. Viele Sagen und Bräuche sind mit dieser Zeit verbunden. Das war die Zeit, in der Frau Holle umherging, die Zeit, die einen Blick in die Zukunft erlaubte, Zeit, in der Zauberkraft besonders wirksam war, hieß es. Manches davon hat sich in unseren Silvesterbräuchen noch erhalten. Die Knallerei, mit der die Geister vertrieben werden sollen, nun, dies Jahr fällt sie aus. Bleigießen für das Orakel des nächsten Jahres. Rauhnächte. Nein, wir glauben nicht mehr so wie früher an Hexen oder Feen. Und dennoch können Nächte immer noch schwer sein. Manches bedrückt, was am Tage vielleicht ganz gut weggeschoben oder bewältigt werden konnte. Viele Menschen finden nur schlecht in den Schlaf, grübeln, bewegen, Gesagtes oder das Nichtgesagte hin und her und wieder her und hin und kommen aus der Schleife nicht heraus. Manches greift nach uns, ohne dass uns das so bewusst ist, ob wir das ändern können. Das nicht nur nachts. Das zeigt sich bis in die Sprache hinein. Die Wut packt mich. Oder Angst überkommt mich. Dagegen bin ich erstmal wehrlos, auch als Erwachsener, einigermaßen vernünftiger Mensch. Ich glaube, dass jeder das schon mal erlebt hat oder immer wieder auch erlebt. Mächten ausgeliefert zu sein und dann noch das Besondere in dieser ganz besonders schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Rauhnächte. Diese Nacht heute ist nun mal eine besondere Nacht, liebe Freunde. Sie markiert einen Wechsel, die Möglichkeit, die Hoffnung vielleicht auch, manches hinter sich lassen zu können. Das, was uns bedrückt hat im vergangenen Jahr, das, was sich in den letzten 12 Monaten anders entwickelt hat, als wir es wollten oder uns gewünscht haben, da ist ja so viel gewesen. Wir alle wissen, dass das meiste davon morgen früh immer noch da ist. Wir schalten nicht auf Null, nicht auf die Reset-Taste. So etwas gibt es im richtigen Leben nicht. Wir müssen Sachen regeln, die im alten Jahr angefangen worden sind, klar. Und das, was uns gestern oder letzten Monat verletzt hat, das tut morgen vielleicht auch noch genauso weh wie heute. Liebe Freunde, was hilft beim Loslassen von Dingen und Sorgen, die mich schon lange beschäftigen? Vielleicht ein Gespräch, vielleicht ein Ritual, ein Spaziergang, ein Gebet, Musik. Für mich der Glaube, dass Gott
mich gnädig begleitet und mir hilft und euch hoffentlich auch. Liebe Freunde, Rauhnächte, sie gehen davon aus, dass wir von Mächten umgeben sind. Das tue ich auch. Aber ich bin gewiss, dass es nicht nur böse Mächte gibt, nicht nur solche, die zerstörerisch wirken. Es gibt eben auch Gegenmächte, Mächte des Lebens, der Liebe, der Barmherzigkeit, von guten Mächten wunderbar geborgen. Dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das seine letzten Silvester nach 1944, letzten Nacht seines Silvester nach seines Lebens geschrieben hat, berührt und bewegt auch heute noch Menschen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Er schreibt darin, schreibt dann, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lasst uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von einer unsichtbaren Welt spricht er, die uns umgibt. Die Worte des Paulus, die Dieter Grode eben vorgelesen hat, können vielleicht eine Art Türöffner sein zu dieser Welt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist nicht einfach das Pfeifen im dunklen Keller. Das ist nicht, ach, wird schon wieder. Hinter diesen Worten höre ich die Bedrängnis, die Paulus selbst auch in manchen Nächten den Schlaf geraubt hat. Er schreibt davon in seinen Briefen. Gefahren, denen er auf seinen Reisen ausgesetzt war. Schiffbruch, Räuber, dann die Anfeindungen, Verhaftungen, Folter, die er erlebt hat. Dann aber auch die Sorgen um seine Gemeinden. Und damit verbunden die Sorge um sein Lebenswerk. Die Sorge, vielleicht seine Berufung verfehlt zu haben. Die Frage, ob seine Gemeinden mit seinen Predigten ausreichend in die Lage versetzt sind, allen Schwierigen standzuhalten. Ja, und dann auch sicher auch noch die Nöte von Einzelnen, was Paulus nicht egal war. All das mag Paulus auch die eine oder andere Nacht gekostet haben. Aber dann dagegen, ich bin gewiss, dieses Wort, ja, es ist wie ein Lichtstrahl in der Nacht des Zweifels. Es gibt solche Worte, liebe Freunde. Worte wie das fürchtet euch nicht, der Engel in der heiligen Nacht. Die Nacht, die dafür gesorgt hat, dass wir auch in unseren Nächten nicht ohne ihn, ohne seine Liebe sein müssen. Liebe Freunde an den Bildschirmen, Weihnachten, Silvester dieses Jahr, ja natürlich, ihr wisst es, ganz im Zeichen der Einschränkungen, aber auch mit der Hoffnung, dass durch das Impfen diese Pandemie vielleicht doch in den Griff zu bekommen ist. Vielleicht gelingt es euch in diesen Tagen etwas mehr Entschleunigung, etwas mehr Zeit und Muße für euch, für die Familie, Stille, hinzuhören. Bonhoeffer hat kurz vor der Hinrichtung durch die Nazis seinen Glauben mal so beschrieben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Und ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. Liebe Freunde, Worte, die Kraft und Trost geben. Wer sich im Glauben an den gnädigen Gott getragen fühlt, egal wie klein der Glaube auch ist, der kann die Welt ertragen, das Leben und am Ende auch den Tod. Man kann diese Sätze nicht jeden Tag sagen. Niemand ist frei von Ängsten, Zweifeln, Scheitern und Überforderung, auch ein Pfarrer nicht.
Paulus konnte diese Sätze so schreiben. Sie gelten auch für uns. Egal, liebe Freunde, wie fest oder zweifelnd wir im Glauben unterwegs sind, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gottes Liebe trägt durch die schwierigen Zeiten, wie auch durch diesen Lockdown. Diese Liebe Gottes ist uns, ist euch zugesagt und versprochen, auch für das neue Jahr 2021. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft und Sinne, bewahre unser Herzen in Christus Jesus. Amen. Das alte unsere Herzen quälen, doch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von Ja, lasst uns beten. Ihr könnt aufstehen, Hände falten oder die Hände aneinander reichen oder eine Kerze anzünden. Ich lade euch ein zum Fürbittgebet. Nur noch wenige Stunden, Gott, dann ist dieses Jahr vorüber. 365 Tage, manche haben wir schon längst wieder vergessen, andere werden wir noch lange, vielleicht unser ganzes Leben, in Erinnerung behalten. Wir danken dir für die schönen Stunden, die wir genießen und in denen wir unser Leben uns erfreuen konnten. Wir bringen dir aber auch, Gott, die Augenblicke vor, denen uns das, was wir zu tragen hatten, schwer geworden ist, manchmal zu schwer. Wir denken und beten ganz besonders für all jene, die ein Opfer der Pandemie geworden sind. Denken und beten an all jene, die Dienst tun für uns, für all die Erkrankten. Wir bitten dich, lass uns dieses Jahr gelassen beenden. Hilf uns, das Schöne zu bewahren und das Schwere, Gott, ruhen zu lassen. Schenke uns und allen Menschen auf Erden ein gutes neues Jahr. Gott, gib Hoffnung, wo Verzweiflung lähmt. Mut, wo Angst hemmt. Gesundheit, wo Krankheit schwächt. Auskommen, wo Armut quält. Verstand, wo Dummheit waltet. Freiheit, wo Grenzen einengen. Sicherheit, wo Gefahren lauern. Liebe, wo Hass regiert. Und Frieden, wo Terror und Krieg den Alltag und das Leben beherrschen.
Lass das, was wir tun in diesem neuen Jahr, für andere und für uns selbst zum Segen werden. Lass uns zum Segen werden. Mit deiner Hilfe und deiner Kraft und dir zur Ehre. Zum Schluss zünden wir eine Kerze an. In einem Moment der Stille bringen wir das vor Gott, was uns bewegt, aber in seinem Lichte können wir es dir, Gott, sagen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich gebe euch gerne noch einen kleinen Neujahrsgruß mit von der Mutter Johann Wolfgangs von Goethe. Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst, zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. Es wird an jeder Tag einzeln angerichtet, aus einem Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird das Ganze sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit einem Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. So Katharina Elisabeth von Goethe. Was sie sagt, wünsche ich euch auch. Deshalb macht es ruhig mit diesen Bewegungen. Gottes Friede sei mit mir. Gottes Friede sei mit dir, mit euch. Grüßt euch zum neuen Jahr am Silvesterabend. Gebt euch ein Küsschen, Madet Jod. Vielen Dank auch hier dem Axel, dem Dieter, dem Herrn Antensteiner, dem Manfred und vielen, vielen anderen, die uns im Jahr unterstützt haben, die dabei waren, die uns treu geblieben sind. Ja, mit der Kollekte ist das so ein Thema. Guckt auf dem Internet. Diesmal geht es um die Vereinigte Evangelische Mission. Brot für die Welt. Guckt einfach nach. Es wäre schön, wenn er die Bedürftigen nicht vergisst. Alles Liebe, alles Gute und Gottes Segen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Die schöne Melodie und den Text hören wir zum Schluss. Meine Zeit steht in deinen Händen.
alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.